Letztens bin ich gefragt worden vom Kunden, wie kann ich bei komplexen High-End B2B-Projektgeschäft eine Pipeline aufbauen, wo ich Forecasts machen kann. Denn jeder Kunde ist so individuell, jeder Kunde ist so einzigartig und so weiter und so weiter. Und die Antwort ist ganz einfach: durch Standardisierung. Und zwar durch standardisierte Klassifizierung und akribisch genaue Dokumentation. Und dann versiehst du das Ganze noch obendrauf als Sahnehäubchen mit sogenannten Timestamps. Das heißt, du zuerst klassifizierst du jeden einzelnen Step vom Interessenten zum SQL, Sales Qualified Lead, hin zum Testkunden, hin zum vollwertigen Kunden, Bestandskunden und so weiter und so weiter. Und dann versiehst du ein Timestamp jedes Mal, wenn du neuen Interessenten gewonnen hast, wie lange es gedauert hat, dass er konvertiert in SQL, also Sales Qualified Lead, wie lange es gedauert hat, dass er in eine Opportunity konvertiert, von der Opportunity in den Testkunden, vom Testkunden in den vollwertigen Kunden und letztendlich, wie lange es dauert, dass du mit einem Bestandskunden einen Cross-Sell machst oder einen Upsell machst. Und so weiter, kannst du endlos weiterführen. Und das eben ganz genau mit Timestamps versehen. Und dann in der Summe, wenn du, sagen wir mal, dann Dutzende und Hunderte Kunden gewonnen hast, im Idealfall, dann kannst du aus diesen Daten einen sogenannten relativ, ja, desto mehr Daten hast, desto zuverlässiger ist natürlich der Forecast, einen relativ guten Forecast erstellen. Klar, wenn du nur eine Handvoll Kunden hast oder sag mal so spezifisch und so große Kunden hast, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber häufig ist es dann so, dass wenn du mehrere, viele Projekte innerhalb eines Kunden dann meistens hast, wenn du sag mal nur 5 oder 6 große Kunden hast und kannst es dann häufig auch anwenden. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bye bye, ciao.